Hallo zusammen, wir sind Jochen und Pascal und nehmen euch heute mit auf die Elefantenrunde. Mit knapp 70 Kilometer ist diese Tour die längste unserer Revierrouten. Wir haben uns da für die sportlichen Gravelbikes entschieden, um ein bisschen Tempo zu machen. Aber natürlich könnt ihr die Tour auch sehr gut mit einem Trekkingbike oder einem E-Bike fahren. Die Tour startet in Hamm am Hauptbahnhof, führt dann am Kanal entlang bis nach Berg Herm, über schöne Bahntrassen nach Süden und dann zurück nach Osten und über den Maximilianpark zurück nach Hamm. Kurzes Päuschen im Yachthafen Marina Rünte. Und unser Tipp: Es gibt wenig Gastronomie am Wegesrand, also Bütterken einpacken. Mahlzeit. Ja, hier in Königsborn erreichen wir den Einstieg des Alleenradwegs, auch bekannt als Westfälische Eisenbahn. Und da gehen wir jetzt mal richtig Kette. Wir schauen uns jetzt den Maximilianpark an mit dem größten Elefanten der Welt und Namensgeber der Tour. Wir haben eine sehr sportliche Radtour hinter uns mit dem absoluten Besucherhighlight im Maximilianpark im Hamm. Für den solltet ihr euch auch auf jeden Fall genügend Zeit nehmen. Wir machen uns jetzt aber auf den Weg zurück zum Hauptbahnhof in Hamm. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Nachradeln.